Bau kooperiert mit dem Kunsthistorischen Museum, weil drei Werke in dieser wundervollen Rubens-Ausstellung aus der Eremitage in St. Petersburg kommen. Und wir haben gemeinsam, also die UMV mit dem Partner Gazprom, die Patenschaft über diese drei Werke aus der Eremitage übernommen. Wir wollen mit dieser Ausstellung so ein bisschen die Möglichkeit geben, dem Künstler über die Schulter zu schauen, zu zeigen, mit welchen Arbeitsmaterialien er gearbeitet hat. Er hat Zeichnungen gehortet. Wir wissen, dass er Skulpturen hatte, sowohl antike als auch Bronzeskulpturen. In der Ausstellung haben wir ein paar solcher Zeichnungen hergenommen. Wir haben die Vorbilder hergenommen und wollen dem Betrachter einfach die Möglichkeit geben, zu sehen, wie er diese Ideen hernimmt, wie er sie spiegelt, wie er sie von anderen Blickpunkten aus weiterentwickelt und wie er dann bestimmten Themen auch innerhalb seines Lebens immer wieder aufgreift und immer wieder neue Aspekte findet. Der Ecce Homo ist einfach ein wunderbares Beispiel, wie Rubens mit der Antike umgeht. Gerade dieses Bild der Eremitage ist ganz eng mit einer Kentaurengruppe aus der ehemaligen Sammlung Borghese, jetzt im Louvre, verbunden, die zeigt, wie so ein alter Kentaur sich nach hinten voll Schmerz beugt, weil ein kleiner Amorknabe auf seinen Rücken reitet und ihn eben quält. In den Kopien sieht man, dass es eben sehr oft darum geht, wie Körper im Raum situiert sind. Was auch wichtig ist, sind Anatomie, also wo man wirklich sieht, dass er Muskelstränge ohne die Haut, so wie Tedrode phasenweise seine Skulpturen ausführt, herauskopiert. Die drei Werke, die wir aus Russland hier in der Ausstellung haben, spielen einfach in der Entwicklungsgeschichte von Rubens eine wichtige Rolle. Die Besucherinnen werden bei dieser Ausstellung ein ganz breites Portfolio des Gesamtwerks von Rubens bekommen. Und sie werden sehen können, wie Rubens gearbeitet hat, wie er gedacht hat, wo er seine Ideen, seine Inspiration, seine Stories, seine Bilder, seine Körperhaltungen her hatte.